Und damit herzlich willkommen zurück nach ewig langer Zeit hier auf diesem Kanal, meine Damen und Herren. Und ja, liegt jetzt schon ein bisschen her, seit ich mich hier zu Wort gemeldet habe. Und erstmal herzlich willkommen an die ganzen neuen Abonnenten, die in den letzten Tagen und Wochen dazugekommen sind. Ich hoffe, euch wird es hier gefallen. Und ihr könnt es schon am Titel sehen, heute geht es mir um die Sache, wie intensiv werde ich selber jetzt auch noch YouTube mitmachen. Von vornherein schon mal, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich jetzt komplett mit YouTube aufhöre und gar nichts mehr mache. Nee, das wird noch alles weiterlaufen, werden auch noch Videos kommen. Mir ist allerdings jetzt nur in den letzten Tagen ein bisschen was klar geworden. Und zwar, ihr habt es selber schon mitbekommen, in den letzten Monaten ist es halt recht inaktiv auf meinem Kanal geworden, wenn man jetzt die Vergleiche zieht, wie das vor ein paar Jahren gewesen ist. Die Zeit gewesen, wo ich noch sehr intensiv die ganzen Sonic-Songs übersetzt habe, die ganzen alten Sachen, plus halt noch Sonic ZM und Sonic Underground, die ich hochgeladen habe, plus noch die ganzen Videos, die dazwischen gekommen sind. Und mir selber ist jetzt in den letzten Tagen auch klar geworden, dass aufgrund der alten Technik, mit der ich noch arbeiten muss, meine Motivation etwas mitgelitten hat, Videos mit zu produzieren. Und seien es nur die Lyric-Songs zum Beispiel. Ich werde mir definitiv auch noch in den nächsten Wochen und Monaten noch neues Equipment nachher zulegen, eine neue Kamera, ein neues Programm, einen neuen Laptop. Wird dauern, weil es halt sehr zeitintensiv. Und in der Zeit, wo ich halt kaum Videos gemacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe es sehr vermisst, auch mich um meine persönliche Freizeit noch mit zu kümmern, weil mir selber ist klar geworden, dass in der Zeit, wo ich diese ganzen Serien auch hochgeladen habe, die ganzen Songs gemacht habe, diesen ganzen anderen Kladderadatsch nebenbei gemacht habe, dass mir persönlich dann meine Freizeit hier und da ein kleines bisschen mit Flöten gegangen ist, weil, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Stunden man eigentlich investiert habe, nur um die ganzen Sonic ZDM-Folgen zu überarbeiten und hochzuladen, allen drum und dran, da ist schon einiges zusammengekommen. Und selbst nur so ein banales Video, wie zum Beispiel mal einen kleinen Sketch irgendwie zurechtbasteln, das Aufnehmen, sich überlegen, was man macht, man das Aufnehmen, und das Ganze zurechtschneiden, da gehen auch nochmal ein paar Stunden mit drauf. Und ich habe das wirklich recht intensiv für meine Verhältnisse gemacht in den letzten Jahren. Und ich habe dadurch meine Freizeit ein bisschen mit vernachlässigt. Also mich mit so ein paar anderen Dingen beschäftigen, die ich noch machen wollte, zocken, selbst Filme gucken und sonst irgendwas. Das ist halt sehr auf der Strecke geblieben, muss ich sagen. Und meine persönliche Freizeit ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich selber will die auch nicht von YouTube abhängig machen. Und ich habe mich, glaube ich, auch wahrscheinlich ein bisschen zu sehr in den letzten Jahren in so YouTube reingehängt, dass die langsame Motivation hier in den letzten Monaten halt ein bisschen flöten gegangen ist. Es wird doch wieder was kommen. Ich denke mal, vielleicht, wenn ich neue Sachen mit habe, dass die Motivation wieder ein bisschen mehr mit steigt, dass man Bock hat, oh, hier neue Sachen ausprobieren, was könnte ich jetzt damit machen, neue Kamera, wie sieht das aus, oder Ton und allem drum und dran. Kann man schon ganz viel mitmachen. Aber ich glaube halt diese extreme Intensität, wie ich das halt wie vor ein paar Jahren gemacht habe, ich glaube, das wird nicht mehr so sein. Einfach, weil ich mich auch persönlich dazu entschieden habe, weil ich, wie gesagt, auch privat noch viele Sachen mitmachen will, halt mal auf Konzerte fahren, da was machen in der Woche. Ja, genau. Das mit in der Woche ist ja auch noch so eine Geschichte. Ich gehe ja, wir hatten 35 Stunden die Woche arbeiten, habe zweimal in der Woche eine Spätschicht. Zum Beispiel heute auch. Am Donnerstag. Und vor der Arbeit noch groß Videos mit zu produzieren zu machen, habe ich auch nicht mehr so die Lust zu, weil ich ja früh selber aufstehe und dann noch was mache. Also alles ganz entspannt mitmachen. Und auch manchmal so nach den Frühschichten hat man auch nicht immer so die Lust mal manchmal was zu machen. Ab und zu mal arbeitet sich ja Stück für Stück an manche Videos mit dran und sagt man sich, okay, mache ich jetzt mal eine halbe Stunde, dann nächsten Tag auch vielleicht mal da eine halbe Stunde. Aber dieses Intensive sei jetzt mal ist auch nicht mal so mit da. Ja, das wird auch damit zusammenhängen, weil man durch das Arbeitsleben auch ein bisschen mit gestresst ist und sich auch mal ein bisschen erholen will, wenn man einfach nicht immer, einfach nur mal hinsetzen, was zocken und was gucken, einfach mal so ein bisschen abschalten. Das will man halt auch mal mitmachen. Und da bin ich jetzt auch bei dem Punkt angekommen, wo auch das bei mir jetzt auch so mit ist. Ich habe mir selber auch immer gesagt eigentlich, dass YouTube jetzt nicht, dass mein Privat in meiner Arbeit jetzt nicht sein soll, was mich von YouTube mit abhängt. Wegziehen will aufgrund der ganzen Arbeit, die man dort mit hat. Ein bisschen ist es passiert, aber es ist auch logisch, wie gesagt, wenn man wirklich halt 7 Stunden am Tag halt Angro arbeitet, dann ist man schon geschafft am Tag. Man hat nicht mal die Lust, sich noch hinsetzen, sich zu überlegen, wie könnte ich das Video mitgestalten. Weil ich glaube, es unterschätzen auch viele, wenn man jetzt so einen Kanal auch alleine mitführt und auch noch so viel mitmachen möchte, dass das so viel Arbeit auch mit ist. Und auch bei diesen ganzen Lyric-Songs sich immer zu überlegen, wie designe ich das nächste Video. Und selbst wenn es nur so ein paar banale Sachen mit sind. Ich selber will ja nicht einfach irgendein Bild einfügen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bei Sonic Forces mit sind, Bild mit einfügen, den deutschen Text drüber klatschen, fertig. Ich will es ja ein bisschen bewegter designen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher mit ist. Und selbst sich da immer wieder was Neues zu überlegen, ist auf Dauer auch schon schwierig. Und wenn ich überlege, wie viele Songs ich jetzt schon mittlerweile produziert habe, es ist immer schwierig, sich da was auszudenken. Und das gilt auch für andere Videos auch mit.
Und deswegen auch, haben auch die Leute, die wie der YouTuber Zeo zum Beispiel, die einen riesen Respekt vor mir, die halt in der Woche ganz normal arbeiten gehen oder ihr Studium mitmachen und dann noch zwei, dreimal die Woche solche extrem intensiven Videos mit raus haben. Also riesen Respekt daran. Aber ich selber brauche halt sehr, sehr viel meine Freizeit, weil ich mir auch sehr viel intensiver um mich selbst kümmern will. Hat auch nichts mit Egoismus oder sowas zu tun, ist ja auch eine vollkommen normale Sache. Und deswegen einfach darauf einstellen, dass wenn jetzt ich jetzt diese zwei neue Sachen mit habe, neue Technik und so weiter, dieser leicht unregelmäßig Upload, das wird auch weiterhin so mitbestehen, weil ich habe mich wieder mittlerweile darauf eingeschossen und das Ding ist halt, wie gesagt, ich mache mich von YouTube auch nicht abhängig. Ich will mich auch zu gar nicht zwingen, das soll alles ganz entspannt mitlaufen. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht so nach und nach erst was ankündigen und dann plötzlich gar keine Videos mehr machen, wie es gewisse andere YouTuber auch schon gemacht haben, die dann gesagt haben, ja, wir machen, demnächst wird das Video kommen, da kam monatelang nichts und dann plötzlich, ja, hieß es dann plötzlich, wir machen nichts mehr. Da habe ich vor, das nicht zu machen, weil falls der Punkt mal kommen sollte, wo ich aufhöre, dann werde ich das auch noch ganz knallhart sagen, ich höre auf, nein, also so würde es sich wahrscheinlich anhören, wenn ich es machen sollte. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, beziehungsweise, ich sage es mal so, ihr habt ja auch keine andere Wahl, ist immerhin mein Kanal. Gut, wie gesagt, nicht allzu deprimiert sein. Und all diejenigen, die jetzt auch neu auf dem Kanal sind, noch nicht allzu viele Sachen gesehen haben, ihr könnt euch mal umstimmen, da gibt es auch einiges, was es schon mit gibt. In der Hinsicht, haut raus, macht's besser und wir sehen uns irgendwann wieder.